Abkommen ertönt, ist das Spiel vorgehen des Spiels. 13:50 Minuten, 10 Minuten vor Beginn der Partie Eintracht Braunschweig gegen den SV Meppen. Und damit kommen wir zur Mannschaftsaufstellung unserer Braunschweiger. Im Tor mit der Nummer 16 unser Kapitän Jasmin. Die Nummer 2 hat Michael. Mit der Nummer 4 Janis. Die Nummer 6 hat Brian. Mit der Nummer 7 beginnt Maurice. Die Nummer 19 hat Sebastian. Die 20, das ist Leon. Mit der 21 beginnt Jomain. Mit der 27 Nico. Die Nummer 30 hat Brian. Und die Nummer 39 Robin. Als Einwechselspieler bei Eintracht stehbereit mit der Nummer 3 Lasse. Die 5 Philipp. Mit der Nummer 9 Benjamin. Die Nummer 10 hat Martin. Die 11 Luke. Mit der Nummer 16 Jari. Die 22 hat Enrique. Die 23 Danilo. Und die Nummer 1, das ist Janik. Unser Trainer heißt Michael. Habt ihr alle keine Scheiße oder was? Doch, doch. Du bist gerade kuschelig. Hab ein. Jeden Farben und Augen,
Meine Damen und Herren, liebe Fußballfreunde, ich wollte euch bitten, sich für eine Gedenkminute von den Plätzen zu erheben. Eintracht Braunschweig, der SV Meppen und der deutsche Fußball trauern um Horst Eckel. Horst Eckel, der letzte noch lebende Weltmeister von 1954, ist gestern im Alter von 89 Jahren verstorben. Horst Eckel gehörte zur legendären Mannschaft von 1954, die in Bern den ersten Weltmeistertitel für Deutschland gewann. Der Außenläufer war im Finale gegen Ungarn beim 3:2-Sieg der jüngste deutsche Spieler. Er hat 32 Länderspiele für Deutschland absolviert. Für seinen Verein, den 1. FC Kaiserslautern, erzielte er 64 Tore in 213 Spielen, wurde zweimal mit den Roten Teufeln deutscher Meister und wurde schließlich zum Ehrenspielführer ernannt. Der deutsche Fußball verliert mit Horst Eckel den letzten Helden seiner 54er Weltmeistermannschaft. Einen herausragenden Sportler und eine großartige Persönlichkeit. Horst Eckel stand für Willenskraft, Ehrgeiz und Zielstrebigkeit, aber auch für Ehrlichkeit, Bodenständigkeit und einen wertschätzenden und respektvollen Umgang mit seinen Mitmenschen. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Freunden. Lieber Horst, Ruhe in Frieden. Thank you.